Jemand hat vielleicht die Folie schon gesehen, vielleicht in einer anderen Variante. Citrix Love. Wir beide finden Citrix Love PowerShell. Stefan Beckmann und ich werden uns in den nächsten 45 Minuten etwas über Citrix zusammen mit PowerShell erzählen. Und haben die verschiedenen Punkte hier. Anfangen tun wir eigentlich, ja, warum sind wir da, was soll das da für eine Fahne sein, was ist das da für ein Logo. Also Citrix aus der Gruppe Schweiz, tun wir euch vorstellen. Wo gibt es überall PowerShell zusammen mit Citrix? Der Health Check, neues Tool, warum? Ein paar so Basics, PowerShell mit Citrix und dann noch so ein bisschen Deep Dive, so ein bisschen Details. Stefan und ich, wir arbeiten beide weder für Digicomp noch für Citrix noch für BCD, aber wir sind beide zusammen Local Leader von der Schweizer Citrix User Group. Die Schweizer Citrix User Group ist 2015 an der Synergy in Orlando von Citrix gelauncht worden. Also es ist unabhängig von Citrix, aber es ist Tribal initiiert durch Citrix selber. Also das ist die offizielle User Group. Das gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Technologiebereichen. Und für Citrix hat es so ein paar Einzelne gegeben, aber nicht gross im Ganzen organisiert. Und da haben sie Leute gesucht, die bei sich in der Stadt, also die Idee ist eigentlich, dass Amerika läuft, das Ganze so pro Ort. In der Schweiz funktioniert das halt nicht, wenn man pro Ort alle Citrix-Leute zusammennimmt, dann gehen die drei zusammen ein Bier trinken. Ist vielleicht auch etwas, aber wir haben gesehen, wir machen eine Swiss-Citrix-User-Group. Und das Ziel davon ist eigentlich, dass das Anwender, das also Anwender, einfach Administratoren, Ingenieure, Architekten, sich gegenseitig können austauschen können. Was hast du für Probleme gehabt, wie hast du es gelöst und so weiter. Im Moment haben wir etwa 150 Leute in der Schweiz, die mitmachen. Sie sind natürlich froh, wenn immer mehr neue kommen mit neuen Problemen, die man zusammen gemeinsam lösen kann. Und vor allem Endkunden. Wir haben ja sehr wenige Endkunden. Genau, aktuell haben wir sehr viele Partner, sehr viele Cracks. Wir treffen uns so bis 3-mal im Jahr. Hocken zusammen und machen ein paar Vorträge. Einer tut vielleicht etwas aufbereiten. Wir haben im Sommer etwas gehabt über virtuelle Grafikkarten in unserem Treffen. Wir haben drei Wochen hier in diesen Räumlichkeiten auch ein Treffen gehabt, wo wir dann jemanden hatten von Norscale, also jetzt ein Citrix, wo hat der WEM, also der Workspace Environment Manager, vorgestellt. Also die Idee ist einfach, dass man als Community zusammenhockt, einen spannenden Vortrag zusammenstellt, irgendjemand vielleicht für die Community, vielleicht jemand externes. Wir haben aber noch Sponsoren, die schauen, dass wir dann am Schluss etwas zu essen haben. Dafür geben wir ihnen 40 Minuten für unsere Zeit. Und wir versuchen so lange zu helfen. Jetzt aber, wie bringe ich das zusammen mit der Community? Warum? Stefan und ich, wir machen viel so PowerShell-Skripte und die eigentlich zur Verfügung stellen und Skripte. Ist auch Community-Arbeit. Also ich stelle meine Skripte auf GitHub und habe einige Leute, die daran mitarbeiten. Darum sind es schon fast nicht meine Skripte, sondern sie gehören jetzt der Community. Und so wollen wir euch eigentlich auch hier etwas mitgeben, oder ihr könnt mal schauen, ob das für euch auch etwas Spannendes wäre. Jetzt, wer sind wir? Vielleicht ganz kurz. Mein Name ist Sascha Thomet, ich arbeite bei einem Endkunden, bei der Mobiliarversicherung als System Engineer. Für Citrix, ja, früher mal bei einem Provider geschafft. Ich arbeite seit etwa 10 Jahren hauptsächlich mit Citrix. Etwa seit 15 Jahren bin ich in der IT tätig. Bei Querysteiger habe ursprünglich mal eine Berufslehre als Handwerker gemacht. Und ich habe eigentlich das ein bisschen versucht zu pushen mit dieser Citrix User Group in der Schweiz. Der Stefan hat das dann gesehen. Also, Twitter geschrieben, ah, wäre cool, dass es in der Schweiz auch gäbe. Er hat gesagt, wir kennen uns früher, wir haben zusammen geschafft. Oh ja, wir machen das zusammen. Wir sind jetzt eigentlich drei User Group Leader. Der eine ist leider Frank und nicht da, wo die Citrix User Group in der Schweiz am Laufen haben. Ich bin auch CTP, also Citrix Technology Professional, hier in der Schweiz der Einzige. Auch einer von den wenigen, der bei einem Endkunden ist. Sprich, ich habe direkt den Draht zu den Produktmanagern. Das ist auch hilfreich für die Schweizer Community. Wenn es nämlich irgendwelche Probleme gibt, habe ich dort die Möglichkeit, die ein bisschen in der Prioritätenliste aufzudrücken. Und das mache ich natürlich auch selber, weil ich beim Endkunden sehe nicht so viel, da bin ich auch angewiesen auf Feedback aus der Community. Ich übergebe das Wort schnell Stefan. Also, mein Name ist Stefan Beckmann. Ich arbeite bei einem kleinen Rechenzentrumanbieter in Münzigen. Da sind etwa 1200 User drauf, concurrent.
Wir haben, neben den Citrix-Produkten bin ich für verschiedene andere Sachen auch noch zuständig. Config Manager, wie man da vielleicht auf dem Kleber sieht, für die, die wir kennen. Domänen und sonst noch diverse Sachen. Und eigentlich seit ich in IT bin, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre, habe ich angefangen mit Scripting. Seit 2000 vor allem VBScript und später dann 2010 dann noch PowerShell dazugekommen. Ja, tut doch gut. Wo gehen überall PowerShell-Skript? Das sind ein paar Beispiele. Also Commandlets sind praktisch in allen Produkten enthalten von Citrix. Sowohl XenApp wie auch Xen Desktop hat einige Commandlets. PowerShell ist mit Version 7.7 oder bis Version 7.7 einigermaßen gegangen. Und ja, mal mit 7.7, ja? Ja, ja, das kennst du auch besser. Genau, ab 7.7 ja. Ist es vorher deutlich besser geworden, genau. Storefront, Netscaler mit der Nitro API, wo man kann Sachen holen und schreiben. Für Xen-Server gibt es doch auch das eine oder andere. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es kann also gut noch sein, dass es andere sind. Wir sind einfach die, die mehr mit denen in der Rührung gekommen sind. Genau. Ja, vielleicht habt ihr auch schon gesehen, im Netz gibt es diverse Skripte, die man abladen kann. Zum Beispiel das Space Image Script Framework, wo man ein Space Image am Schluss so zumachen kann, wo diverse Steps automatisiert sind, von Matthias Schlimm von Deutschland. Der CTP Paul Stanson mit dem Shane O'Neill zusammen, der 20.000 VDIs migriert mit PowerShell Scripts. Chain Tribute, wir haben gehört, dass es eben auch ein bisschen nicht mehr nötig ist, dass man das halt mit dem Bordmittel machen kann. Und ich glaube, Karl Webster, seine Dokumentationsskripte sind auch sehr vielen Leuten bekannt. Es gibt da also wirklich schon sehr viel. Was gibt es von uns? Also ich habe ursprünglich mal ein Health-Check für XenApp 6 gefunden. Und dann habe ich irgendwie gefunden, ja, wir können noch ein bisschen mehr machen. Und so ist es eigentlich entstanden, dass ich dann so Health-Check-Skripte, die täglich laufen bei meinen Umgebungen, habe angefangen entwickeln. Und so haben wir jetzt eigentlich ein Health-Check-Skript für Xen Desktop 7.x, ein Health-Check für Provisioning-Service, ein Health-Check für Storefront, aber der ist noch sehr in den Kinderschuhen, haben wir gemacht. Ich habe ein Skript gemacht, das sagt, wenn es zu wenig Pool-Desktop rum sind und das Mail auslöst. Und es haben mir auch diverse Leute mitgeholfen. Da gibt es zum Beispiel ein Skript, das der Stefan in mein Skript eingeflechtet hat, wo angezeigt wird, am Schluss, in welchem Administrator das eine Maschine im Maintenance Mode gesetzt hat. Das gehen wir heute ins Detail rein anschauen. Ja, warum noch ein Tool? Es ist ganz einfach. Ich habe recht viel mit Citrix Provisioning Service gemacht. Und ich finde, die Konsole, die es dort gibt, die hat viel, was ich vermisse. Ich sehe nicht auf einen Blick, was läuft, was läuft nicht, wie viele Retries habe ich. Ich muss das alles suchen. Frage, ja? Haben wir ein Skript, das man direkt umstellen kann, wie alle Viren im Provisioning? Wie alle Viren? Das sollte kein Problem sein, das zu machen. Gibt es noch nicht, aber es sollte kein Problem sein, das zu machen. Oder ein Export nicht machen, die Pause, die wir exportieren. Statt irgendwie zu verbessern. Ja, also ich habe schon eben VDIs migriert von einem Fall mit die anderen und habe so die ganzen MAC-Adressen rausgeholt vom einen PVS, die anderen PVS, die ich den Mut nicht hatte, zum Migrieren. Es ist, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Das ist wirklich Zeit und Fantasie, was braucht. Ja, konkret in meinem Fall habe ich mit dem PVS-Skript eigentlich angefangen, Health-Check. Es gibt mir jeden Tag so einen Report aus, wenn so viel rot ist wie hier, ist auch nicht gut. Ich durfte auch am 15. Jahr den Synergy zeigen, so in 5 Minuten, so eine ganz kurze Session. Ein bisschen mehr Leute als hier, feiner First sein. Das ist jetzt ein bisschen besser. Und es ist keine Echtzeitüberwachung, oder? Es läuft einfach einmal am Tag, aber ich sehe vielleicht, ich habe keine Devices auf meinem PVS-Server, das ist das Problem. Aber man merkt das nicht, weil der Service ist oben. Man merkt zuerst, wenn der zweite ausfällt oder Retries vor einer Maschine, ein Settings-Zeug. Kann man machen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Wir können auch machen, dass es das nicht weiter alertet irgendwo ins Com rein. Oder wie gesagt, die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Ja, von der Idee her, also eigentlich habe ich etwas gestohlen, aber das passiert ja viel beim Scripting. Der Jason Poyer hat ein Skript gehabt für XenApp 6. So einen Health-Check zu machen, von dem habe ich so ein bisschen die Idee und das Framework übernommen. Und habe dann ganz mühsam mit der alten Version von PowerShell-Integration, vom PVS-Skript, angefangen, das aufzubauen.
bin dann froh, als sie umgestellt haben auf die neue PowerShell-Schnittstelle beim Provisioning-Server ab der Version 7.7. Habe dann das eigentlich weitergezogen und gerade wieder das gleiche Framework übernommen für Xenup Desktop 7. Habe dann die PowerShell-Version, die ich umgestellt habe, auf 7.7 und höher noch etwas modularer gemacht. Und ja, zukünftig, also wir haben da neulich darüber philosophiert, dass alles möglich wäre und ja, wir müssten eigentlich gar keinen Job haben, wir könnten die ganze Zeit nur ein Skript und wir sind keine Programmierer. Ja, richtig. Wir sind System Engineers, die sich so um Aufbau und Betrieb von Zeitungsfarmen kümmern. Aber die Idee wäre eigentlich, dass wir jetzt das Xenup Desktop Skript auch noch ein bisschen modularer machen, dass es einfacher wird für Leute, auch mitzuentwickeln, weil im Moment ist es ein bisschen gehäuft. Gut. Wer von euch kennt PowerShell seitdem, wer macht schon mit dem etwas? Aber der Ding ist schon klar. Das ist gross. Da kann man auch nicht viel erzählen. Okay. Versuche da gleich kurz schnell also die wichtigsten Sachen zu sein, dass für die, die es noch nicht so kennen, gerade so einen schnellen Einstieg haben. Mal grundsätzlich, wie laden wir das PowerShell Commandlet, bzw. PS Snap-ins bei Citrix. Mit Citrix Stern machen wahrscheinlich die meisten so. Man kann natürlich auch sehr selektiv werden. Indem man zum Beispiel schaut, welche Commandlets wirklich geladen sind und wirklich nur die verwendet, die es braucht. Also zum Beispiel im Health-Check-Skript haben wir das auch noch angemacht, dass wir wirklich nur das laden, was wir wirklich brauchen. Nachher könnt ihr mal schauen, was für Commandlets geladen worden sind, wenn man so einen Stern macht, oder mal alles geladen hat, wo Citrix enthalten, einen kleinen Command, den man sich nehmen kann und mal schauen, was ist da eigentlich alles rum, wenn man da mal durch die, weiss nicht, wie viele hundert Module gehen will. Auf einem Xen Desktop Server 7.9, ohne Director, ohne Storefront, 791 Commandlets habe ich schnell gemessen. Also es ist doch relativ viel, also man kann doch einiges machen. Wenn man mal das Wichtigste ist, schon noch so ein bisschen das Help, dass man das kennt. Get Help kennt sicher jeden. Was ich noch schön finde, das hat mir jetzt gerade einen beigebracht vor kurzem. Show Window, den ich nicht kennt, da kann man ein Fenster machen, kann dort dann auch suchen. Zum Beispiel, wenn man herausfinden möchte, was für eine Admin-Adresse das ist, also ob es den Command oder den Parameter Admin-Adresse gibt, für das Skript remote durchzuführen. Hier schon mal gesagt, das bedingt natürlich, dass der User, der es durchführt, die richtige Rechte hat, sonst geht es logischerweise nicht. Gut, nachher, genau. Als nächstes würde ich mal so eine Admin-Adresse definieren. Und nachher, einer von mir am meisten verwendet ist mal Get Broken Machine. Oder? Das gibt einem so mal eine Übersicht über alle Maschinen, die da oben sind. Mit Outgrid View kommt man das eine schöne Ansicht drüber, kann sogar noch ein bisschen suchen, filtern, was man so braucht, sieht man so einen ersten Start, was man da findet. Nachher möchte ich vielleicht mal etwas zu den Katalogen herausfinden. Also, was gibt es für Commandlets für Katalog? Wo kann ich mit Katalogen arbeiten? Dann habe ich die Möglichkeit, mit Get Command und dann so ein bisschen Wehrschlaufen herauszufinden, wo der Name Katalog enthält. Das hilft da sehr schnell, mal herauszufinden, was gibt es eigentlich für Commandlets, was könnte ich da brauchen. Nachher, wenn wir so ein Commandlet benutzen, also Get Broker Katalog, wieder mit der Admin-Adresse aufrufen und mal sehen, was gibt es alles für Maschinenkataloge. Und was haben die alles für Einstellungen. Nachher möchten wir noch ein bisschen genauer wissen, was für Commandlets es gibt, für was Wort Group drin vorkommt. Zum Beispiel, um eben Desktop Groups zu finden, also Delivery Groups zu finden. Da könnt ihr natürlich mit so Wildcards arbeiten, das hilft auch immer gut. Und wenn man sie dann gefunden hat, kann man sich auch hier wieder einmal die Delivery Groups anzeigen lassen. Für das nächste Beispiel tun wir die Delivery Group. Eine, die wir suchen, angeben, die wir genau untersuchen wollen. Und da gibt es manchmal so Schwierigkeiten. Wenn man jetzt das Command hier ausführt, das geht zum Broker-Entilent, ich kann wieder mal aussprechen. Wenn man das Command ausgibt, für Einstellungen auf einer Delivery Group zu finden, dann gibt es nichts zurück, obwohl es eine Delivery Group gibt. Und da habe ich dann nach Engineering, nach ein bisschen Suchen, habe ich dann herausgefunden, dass wenn man das her untersucht, dass hier so ein Underline 1 drin ist. Das hat mich ziemlich verrascht, gewissen Moment lang. Da muss man halt ein bisschen genauer herschauen. Also das ist so einfach das Problem, das ich drüber gestolpert bin, das man halt hilft, wenn man schon mal weiss. Mit diesen Commands oder mit diesen Sachen, die ich rausgebe, und vor allem mit dem Nächsten, habe ich nachher das
Genau, bis von 7-9 oder 7-8, ich bin mir ganz genau sicher, haben Berechtigungen, wenn man an die Delivery Group recht gegeben hat, haben wir immer einen Desktop gehabt. Immer pauschal den Desktop, also wenn man eine Published Application gemacht hat, dann haben wir immer gleich einen Desktop gehabt. Und das eben nur mit diesen Commands eigentlich können festsetzen. Und das ist eigentlich auch typisch für Citrix. Die Konsole kann nicht alles, die kann sehr wenig vielleicht jetzt nicht, aber im Verhältnis, was noch wahrscheinlich mit PowerShell alles möglich ist, ist das halt eines von den Beispielen, wo erst später in die Konsole reingekommen sind, was aber als PowerShell schon lange gegeben hat. Ein anderer Use Case, den wir hatten, als Beispiel noch, ein weiterer Katalog, den wir angegeben haben, den wir gesucht haben. Und haben das Problem gehabt, dass wir Memory und CPU vergrössern von einem Katalog. Also mehr RAM und mehr CPU wollen. Im Zweifelsfall hat das dazu geführt, dass sie den Katalog gelöscht hat und neu angelegt hat. Wir haben nachher im Xen-Server einfach von dem Golden Image das Zeug gehört, RAM und CPU. Haben nachher mit Sparmer Command, die aktive, die öffentlich ausführen, habe ich kommentiert, hat das aus Versehen von etwas ausführen, dann es eben nicht übernehmen wird. Nachher die Kataloge noch angepasst, heisst Memory und CPU näher erhöht. Also das kann man wunderbar mit PowerShell machen. Man muss nicht den ganzen Katalog löschen, wieder neu anlegen, von dem her ist das eigentlich so eine Möglichkeit. Was immer auch noch hilfreich ist, wenn man das Studio anschaut, im hinteren Bereich, oder im obersten Node eigentlich von der Konsole, gibt es noch das Tab PowerShell. Wie man sagt, dort habe ich auch schon mal gesehen, da sieht man, was das Studio selber macht, gibt einem manchmal auch ein bisschen Hinweis, wie man es vielleicht noch ein bisschen automatisieren könnte. Wenn man deepfool ist, das PSNAP bin nicht möchte, dann kann man dort auch noch auf den Button drücken. Einfach nur so, wenn man gerade schon dort ist, oder? Genau. Vielleicht mal schnell, wir kommen zu den Snap-Ins. Wir möchten nicht unbedingt jedes Mal das ganze Studio installieren. Mit dem Installationsverzeichnis von der CD oder vom ISO. Unter x64, gehen wir mal davon, dass wir unter x64 machen. Und in der Delivery-Controller gibt es eigentlich überall die Snap-Ins. Man kann ein bisschen hinschauen, da steht es überall ein bisschen drin. Dann kann man die entsprechenden Snap-Ins laden. Ich denke, die wichtigsten zwei habe ich dann noch ein bisschen rot aufgeführt. Gibt sicher noch je nach Anwendungsfall. Ja, er ist schon wieder dran. Neil? Ja, ich zeige jetzt mal ein paar technische Details zu dem PVS Health Check, Provisioning Server Health Check, den ich gemacht habe, eigentlich mein erstes Baby, den ich da auf PowerShell gemacht habe. Und zeige da mal das Gerüst, den Umbau, den ich gemacht habe, dass es eben modular ist, dass jetzt im Xen-Desktop noch fehlt. Details von so einer Citrix-spezifischen Funktion, die drin abgerufen wird. Und dann die Möglichkeit von einer neuen Funktion einbauen. Ich muss jetzt halt schnell schauen, was ich da habe. Jetzt müssen wir schnell Bildschirm wechseln. Ja, Bildschirm wechseln. Und du musst es vor allem übergeben, mit umstellen. Wir müssen das eben aufzeichnen. Wir haben es natürlich mit zwei Bildschirmen vorbereitet. Das kann man es lesen, ein bisschen. Ich kann es machen. Geht es so viel hin, sonst müsste der Alter nach vorne kommen. Sonst sehen wir es hoffentlich in der Aufzeichnung noch besser. Das ist halt wirklich eine sehr technische Session hier. Und vielleicht macht es auch Sinn, dass man die Aufzeichnung anschaut. Genau. Das kann man schnell ein bisschen spicken. Also am Anfang sehen wir eigentlich hier, da musst du auch ein bisschen mehr rein scrollen. Dann mache ich ganz gut. Ah, das ist einfach. Voilà. Hier sehen wir eigentlich, dass wir das Snap-In laden. Jetzt explizit eben das PowerShell PVS Snap-In, das wir brauchen. Mit so einem Try-Catch-Block. Dann haben wir das zweite, was eigentlich wichtig ist. Am Anfang des Skripts haben wir die ganze Konfiguration, die eigentlich jeder eigentlich individuell für sich muss anpassen muss. Dass man so E-Mail-Informationen hat, welche Collections es sollen geprüft werden. Auch Retry-Threshold-Warning,
dass man sieht, ab 15 wird nachher das Feld gelb. Das hat jeder vielleicht ein bisschen anders, wenn er findet, dort ist, wie ich es eingestellt habe. Neu ist es jetzt so, da hat mir Stefan geholfen, dass wir die ganze Konfiguration nicht mehr oben im Skript machen, wie es jetzt in diesem Beispiel noch der Fall ist, sondern neu tun wir das in eine XML-File auslagern, wo man dann kann, wo ausgelesen wird. Das macht es einfacher, wenn wir die Version vom Skript ändern, kann man einfach eine neue Version installieren und das alte XML behalten. Dann kommen eigentlich ganz viele Teile, da gehe ich jetzt gar nicht so fest ins Detail. So Konstante, die die Tabellen definieren. Wir haben ja da viele PowerShell-Kenner, vielleicht sogar solche, die besser PowerShell sind als ich. Aber ich zeige das gleich schnell, wie das aufbauen ist. Wir haben nachher die ganzen Funktionen, die passieren. Also beispielsweise hier haben wir eine ganz normale Standardfunktion, die nichts mit Citrix zu tun hat, wo wir einfach Ping machen auf ein Objekt. Und dann das Memory raus, auch das wieder nichts Citrix-spezifisches. Funktion, die das HTML generiert, die wir am Schluss per Mail zugeschickt bekommen, wenn wir das zum Beispiel täglich als Scheduler Task laufen lassen. Das ist nicht so wahnsinnig spannend. Ich gehe da mal noch ein bisschen weiter. Das ist wirklich einfach die Generierung vom HTML-Output, der dann gemacht wird. Hier können wir dann wirklich die Citrix-Sachen zum Zug, die PVS-Farm, wo wir die Informationen abholen. Alle Sachen, die wir halt können rausholen können. Und kommen dann eigentlich in die Funktionen rein, die jetzt hier in diesem Skript schön modular sind, nämlich die Checks. Wir haben eine Funktion PVS-Server-Check, also wo wir wirklich den Provisioning-Server checken. Und wenn wir hier eigentlich anschauen, zuerst mal schreiben, wie heisst der PVS-Server, ist pinbar von dort aus, wo wir das Skript durchlaufen. Ich habe hier ein paar Services, die noch so relevant sind für Citrix Provisioning Service. Soap-Server, Stream-Server, wo läuft TFTP-Server. Wenn man jetzt den TFTP nicht drauf hat, kann man das einfach auskommentieren. Oder am besten tut man nicht die Funktion, sondern man kann sogar beim HTML, da ist das Feld auch gerade weg. Hier wieder Memory und RAM vom Server, wenn irgendwie eben einer einen Anschlag dreht, würde man das nicht sehen, obwohl das alles normal funktioniert. Auch hier wieder Funktionen, die Standard sind, nicht mehr Citrix zu tun haben, wo wir wieder zurückgreifen. Schauen, ob der Server aktiv ist, also ob er läuft wirklich auf PVS-mässig. Dann gehen wir gerade weiter. Schauen. Jetzt bin ich verrutscht. Ja, jetzt bist du ein bisschen runtergegangen. Sehr weit. Sorry für den Schuss. Ja. Das ist eigentlich die zweite Funktion, die wir Disken checken. Dort nimmt man mal um, wie heisst sie. Auf welchem Store ist sie. Besonders spannend sicher der REPL State, also Replication State. Da gehe ich auf das Good Inventory Status. Es hat alles ein wenig Aufwand gegeben, um mal zu schauen, wie heisst das Zeug, wo was dahinter ist. Ja, die Write-Cache-Funktion, das ist schon lustig, wenn Citrix dauernd wieder etwas Neues einbaut, dann bin ich da dauernd die Funktion erweitern. Aber ich finde es absolut cool, weil Cache to RAM mit Overflow to Harddisk ist das Beste, was es gibt, in meiner Sicht. Dann haben wir hier auch, das ist genau die Citrix-spezifische Funktion, die ich später sonst noch einmal herausgenommen habe. Aber ich kann sogar hier zeigen, eigentlich die Subnet-Affinität. Da habe ich zuerst mal wirklich herausfinden, hier kann ich wirklich vielleicht ein bisschen tiefer drauf eingehen. Kommt das nicht auf der Folie? Ja, das kommt nicht auf der nächsten Folie. Das ist eigentlich etwas im GUI, das ich einstellen kann, wie die Disk soll, wie das Load-Balancing soll laufen eigentlich, ob es im gleichen Subnet oder einfach der, der am meisten frei hat oder fix auf einen Server. Und fix auf einen Server wird automatisch rot, die anderen zwei können je nach Anwendungsfall gut sein. Und da musste ich halt zuerst herausfinden, eigentlich, dass wenn ich das Subnet Affinity abfrage, dann habe ich herausgefunden, dass das 1 dem Best Effort entspricht, das 2 im Fixed und das 3 ist keine Subnet Affinität. Also dann bekommt es einfach der Server, der am wenigsten belastet ist. Hier die Dokumentation von dem PowerShell
Zeug ist nicht immer sofort vollständig. Und von dem her braucht es teilweise halt das bisschen ausprobieren und Neudeutsch oder wie es schön heisst, so ein bisschen Reverse Engineering, dass man sieht, was das was macht. Genau. Hier? Try and Error. Try and Error, ja. Tönt aber einfach irgendwie nach Basteln. Ja, genau, Reverse Engineering ist cool. Jetzt habe ich schon wieder viel aufgescrollt. Aber ich gehe jetzt hier weiter ab, ich gehe nicht tiefer ins Detail, jetzt kann man sich selber anschauen. Mal gegen Schluss zu, wo ich dann eigentlich Mailchecken machen, wieder nichts Zeitungsspezifisches. Und hier nachher das Skript effektiv läuft, die Checks, also die Funktionen aufruft hintereinander. Ich kann einstellen eben im XML respektive oben in der Konfiguration, welche Checks das ich machen will. Macht vielleicht manchmal Sinn, dass man gar nicht immer alles macht. Vielleicht interessieren mich nur die Server. Und dann am Schluss dann ich schauen, wie lange ist es gelaufen, also wenn das Skript startet, wenn ist das Skript fertig geworden. Genau, das ist das Video wieder drin. Schau, jetzt wird es schwierig, Go-To-Meeting übernehmen, wenn ich den Präsenter-Modus bin. Wow. Also das ist eigentlich das, was ich vorhin im Speziellen gezeigt habe, die Subnet-Affinität, das ist das GUI da hier, was ich dort abfrage. Und das zählt man schon einfach auf den ersten Blick wirklich nicht, wie das eingestellt ist. Und wenn das falsch eingestellt ist, dann kann es zu unschönen Situationen führen, wenn einer von beiden PVS-Server drauf und alle dort drauf. Oder es ist einfach auch sonst blöd, wenn man redundante Citrix-Provisioning-Server hat. Ja, das ist vielleicht anders. Genau. Wenn wir halt schon wieder wechseln, also mit dem Aufnehmen, das gerade eine Stichsprechung gemacht, wenn man das früher gewusst hätte, das wäre anders geteilt. Eben ja, ein kleines Modul geschrieben oder eine kleine Funktion geschrieben, das Commandlet, für den Maintenance. Wer hat den Maintenance-Mode gesetzt? Das war bei uns eine Frage, hat das ein Monitoring einbinden, damit wir das alle Alerts bekommen. Das war ein kleiner Hack. Geht über das Log. Und das habe ich jetzt ein bisschen als Funktion ein bisschen gemacht. Und habe jetzt das eigentlich schlussendlich eingesetzt. Das möchte ich kurz schnell live zeigen, etwa ungefähr wie ich da vorgegangen bin, dass ihr da ein bisschen Ahnung davon habt. Eben, das habe ich schon gesagt. Zuerst eine eigene Funktion erstellt. Nachher habe ich die hineingesetzt. Gut, das hat sich ein bisschen über das habe ich in der Einleitung gesagt. Jetzt müssen wir halt noch einmal umbauen. Sorry für das, aber ja, es läuft ja noch etwas. Genau, ich bin doch nicht länger. So. Tragen, ne? Fest. Gut. Also. Also erst habe ich eben da das Commandlet, das ich selber entwickelt habe. Das war so das erste, das ich natürlich haben musste. Im Idealfall baue ich natürlich schon eine Erweiterung so, dass es modular ist, dass ich sie später ein- oder ausblenden kann oder entsprechend einbauen kann. Das erste, was ich machen musste, ist im Skript, im Originalskript. Vielleicht kurz Einschub. Ich habe das Ganze aus dem Desktop-Skript gemacht, weil der Maintenance-Mode bei Provisioning nicht viel Sinn gemacht hat. Also da habe ich schnell einen kleinen Wechsel vom Skript. Als erstes habe ich da mal ein bisschen mehr Gedanken gemacht, wo finde ich den Maintenance-Mode. Mache ein bisschen versuchen. Okay, da haben wir mal da, wo das HTML generiert wird.
Mhm. Da schnell schauen. Okay. Genau, 620. Okay, nein, 750. Dann noch ein bisschen weiter. Du hast jetzt ein bisschen viel da. Das ist noch die Anzeige. Column Maintenance Mode. Voilà. Und das ist jetzt da, wo man eigentlich der Maintenance Mode gesetzt wird. Er wird abgefragt, ob er ist. Und die Funktion hier wollte ich eigentlich erweitern. Die kommt zweimal vor, da gehe ich jetzt nicht her. Es kommt dann später im Bereich für gesehen Desktop noch einmal vor, beziehungsweise wir können schnell zu dieser Ziele runter. Das wäre, glaube ich, im Moment noch hier. Und dann jetzt lange suchen. Und etwas, was interessant ist, was ich feststellen muss, ist, wir haben zweimal unterschiedliche Variablen für die Maschine. Also welche Maschine dass man behandelt, ob ein Desktop oder eine Xenop-Maschine. Das war sicher mal etwas, was wichtig war, damit ich weiss, ob der Maschinenname vorhanden ist. Nachher kann ich mal als nächstes eigentlich meine Funktion einbauen, also habe die genommen. Ich habe dann den richtigen Ort gefunden, gesucht, um die einzubauen. Aufgehen. 3, 7, 4 ist das etwa. Das ist eigentlich der Bereich, wo so die letzte Funktion auftreten ist. Ja, wir haben entschieden, das eigentlich am Schluss einzufügen und nicht gerade am Anfang. Oder? Also meine Funktion nicht gerade als erstes drin. Das spielt ja keine Rolle, weil die Abarbeitung findet ja später statt. Und dann auch hier einen kleinen Trenner noch rein, dass es ein bisschen optisch ein bisschen etwas hermacht. Voilà. So. Und dann, was wir dann machen müssen, ist, genau, irgendwo holen wir an der Brokermaschine. Also ich habe nicht gesucht im Skript, wo hole ich mal die Informationen von der Brokermaschine, weil ich möchte das Logfile nicht jedes Mal für jede Maschine iterativ durchmachen, ich möchte das einmal reinholen, weil es geht in dem Moment. Und habe dann eigentlich gesucht nach get broker. Nein, ich habe doch mit Zack, kann man es jetzt richtig genau. Genau, hey, hier geht Broker Controller und sollte das eigentlich zweimal haben oder sogar mehrmals. Nein, ja, Maschine, genau. Genau, so. Control Home nochmal schnell. Ah, was drücke ich jetzt haben? Nein, du hier eigentlich nicht haben. Das funktioniert nicht. So, kommt schnell so. Dann ist von oben aber einfach. Da. Genau, da hole ich die Machines. Oder? Vorher haben wir ja XA-Machines und Machines gehabt, die Einzahl davon, und habe eigentlich hier nach denen meine Funktion aufgerufen. Ich habe da was vorbereitet. Das ist da muss tippen, wie lange so. Und das Ganze haben wir dann später natürlich auch noch eins müssen machen. Es so, hat auch XA-Machines gemacht werden. Nein, das ist das Gleiche. So. Mein Skript zieht das halt automatisch, oder mein Zoom zieht das da automatisch rein. Wegen der Verschachtelung. Gut. Jetzt haben wir an zwei Orten meine Funktion aufgerufen. Maintenance Info holt rein mit der Admin-Adresse, die wir schon kennen. Und wir können die auch Credentials mitgeben, wenn wir das brauchen. So. Nachher haben wir den Code umgebaut. Also wir haben eigentlich da schnell ein bisschen aus dem Original, das so ausgesehen hat, mögt ihr euch vielleicht vorher noch kurz erinnern, haben wir einfach einen Umbau gemacht, oder habe ich einen Umbau gemacht, wo nachher, müssen wir jetzt schon selber schauen. Nein, so, genau. Da habe ich mein Objekt übergeben, das ich vorher rausgeholt habe. Beziehungsweise das hier, meine Variablen. Und suche hier eigentlich nach der Maschine, die wir hier zu diesem Zeitpunkt eigentlich bearbeiten. Und das erste Ergebnis, also ich habe das Array so aufbereitet, dass ich eigentlich zoberst, also nach absteigend habe. Das heisst, die neuen Ereignisse sind zoberst. Genau. So, dann haben wir das eigentlich eingebaut. Dann kommt okay. Jetzt kann ich im Stich lassen. Das kommt etwa auf 8, 4 Linien her. Genau.
Ah, ich bin gelöscht. Auch nicht. Und jetzt auch noch alle. So, hier wieder. Wir sind halt eine andere Ebene, darum ziehst du das immer schön rein. Und jetzt haben wir eben mit der Meshing gearbeitet. Jetzt müssen wir noch für das Xenab müssen wir das gleiche auch noch machen. Und da haben wir praktisch den gleichen Umbau. Das war nicht Hope Pace. Mehr oder weniger. Nur noch müssen anpassen. Jetzt sind wir jetzt auf die Ziele. Auf 06. Also, kommt 11.06. Ja. So, Column Maintenance Mode hier sind. Die eigentlich ersetzt. Und wie es halt dann auch so üblich ist, wenn man so etwas gemacht hat, dann tut man dann noch nicht mehr zu viel mit Tasten drücken. Das ist jetzt noch ganz schief. Dann noch in die Version anpassen, dass das Asch schon weiss, dass das eine neue Version ist. Und, genau. Und nicht irgendwo ziellos rumsucht. Und damit man noch weiss, was man gemacht hat, wie es halt auch so üblich ist, am Schluss eigentlich noch in die Kommentare hineingefügt. Ich sehe dann einfach auf GitHub an, der Stefan hat eine neue Version gemacht, ich kann schauen, was ist gemacht wurde. Dann sage ich, ja, ich teste schnell bei mir auf zwei Umgebungen, wenn es läuft, ist gut. Dann ich das freigeben, dann ist die neue Version eigentlich parat. Genau, GitHub-Account braucht es, Skript aufladen. Und wenn es dann auch fertig ist, wenn es dann freigegeben wird, kann man es selber entweder frisch importieren noch einmal. Vielleicht hat jemand anders schon eine weitere Version gemacht. Und so haben wir eigentlich dann unsere Modifikationen eingepflegt. Man sieht nachher, hast du den Screenshot übernommen wieder? Wir haben den Screenaufnahme übernommen, ja. Aber du siehst noch allerdings den Demo-Screen. Ja, ist bei mir noch sieht man noch gar nicht. Können wir, ah, okay. Gut, vielleicht noch, dass man nachher sieht, wie das jetzt aussieht. Vorher nachher, wir hier im Health-Check-Skript in hier on gehabt. Das war die alte Variante. Und nachher, nach dem Umbau, sieht man jetzt hier einfach noch on, weiterhin, dass er an ist. Und man sieht jetzt die Zahl, die User, die der Maintenance mal gesetzt ist. Das heisst, man kann relativ einfach, wenn man den Health-Check bekommt, die Maschine immer wieder auftaucht, sieht man gerade also, ja, im Maintenance mal gesetzt hat, wäre eins aufs Dach bekommt. Aber bei uns ist es manchmal so. He? Genau, sonst muss man dann im Studio müssen wir schauen, genau. Wo ging innen, wo ist genau die Information. Genau. Voilà. Ja, ich hoffe. Ja, gerne, Frage. Ich habe auch schon einen Input für alle anderen. Gerne. Sie haben das 10 ab 6 Vollverfahren oder 6 Betriebe. Und ich habe mich doch an den Supporter gut, dass sie nicht sehen, weil die während der Anmeldung deaktiviert ist oder aktiviert ist, kann man auch mit Pause antworten. Dann kommt man es genau. So eine Liste drin und dann steht Genau, was ich auch viel gemacht habe, bei 6.5 hat man ja das Problem, dass Session-Sharing nicht geht, wenn die Published-Applikationen nicht die gleichen Einstellungen haben, Bildschirmgröße oder Audio an, ab, das habe ich dort auch immer mit PowerShell rausgeholt. Also schon bei 6.6.5. Ja, nein, habe ich gesagt. kann man das sehr gäbig machen, ja. Genau, ich glaube, im Jason Poyers Skript, dort, wo ich eben gestohlen habe ursprünglich, dort wird auch geprüft, das ist 6 und 6.5, dort wird auch geprüft, ob es enabled oder disabled ist. Ja, wir sind froh, haben wir uns dürfen die letzten 40 Minuten etwas erzählen über einerseits die Zeitungsgruppe, aber auch über PowerShell. Wir hoffen, es sei nicht zu technisch gewesen. Es ist vielleicht ganz klar, dass ihr nicht alles 1-2 können verfolgen konnte, aber da sind wir froh, gibt es eine Aufzeichnung. Vorteil für uns und wir hoffen natürlich auch, dass wir euch von der Zeitungsgruppe begeistern können, dass wir morgen 30 Anmeldungen mehr haben. Und wenn noch Fragen sind, würden wir die gerne jetzt beantworten, sonst sind wir auch den ganzen Tag hier um den Weg und sind dann auch noch im Test-Talk drin, wo wir Fragen und Antworten stellen können. Fragen? Gut. Vielen Dank. Vielleicht mal ganz kurz schnell.